Yo, hallo Leute, wir stehen hier vor meinem Shop, den ich beim letzten und vorletzten und vorvorletzten Part eingerichtet habe. Ich gehe noch mal kurz drauf ein, also viel habe ich noch nicht, ne? Ganz kleine Standardlizenz mit 5 Kisten. Ja, 5. So, aber jetzt habe ich einmal Blut geleckt und ich habe schon direkt Bock, die nächsten Kisten zu setzen. Hier habe ich mir noch keinen Kopf gemacht, wie ich es jetzt mache mit diesem Aufgang in die anderen Etagen hoch. Zumal, wenn ich ja irgendwann auch mal eine Hotellizenz habe, hätte ich dann hier halt ein paar Zimmer drin. Also nicht viele, klein und fein natürlich. Und dann müsste man wahrscheinlich eh erst ab hier anfangen, nochmal eine Abtrennung zu machen. Oh, wie eng das hier ist. Uiuiuiui. Ich dachte mir, ich gehe erstmal ein bisschen ein paar Sachen ausleeren. Muss ich jetzt immer zumachen da oben? So, was haben wir denn da? Baumholz. Halt. Das brauche ich. Brettholz. Ich habe da noch eine Werkbank. Die kann ich doch nur irgendwo hinstellen. So, das ziehe ich mal an. Warpkind. So, einfach in die Ecke. Die Tür ist jetzt auch offen und ich habe auch die Fenster hier weggemacht. Also diese Baustellen ab. Ja, Sichtschutz besser gesagt. Absperrung war ja so oder so. Oh, immer zumachen und. Höpp. Na? Da war noch so ein bisschen Kram. Wobei. Das Schild behalte ich, schere nämlich natürlich mit. Mein Schlüssel. Sonderitems. So, Sticks nehme ich mit. Die Eimer. Vielleicht finden wir ja Lava, weil ich habe vor, ein bisschen farmen zu gehen. Wie ich nämlich gerade schon sagte, ich habe Blut geleckt. Ich will die nächsten 5000 Euro haben. Hier. Nee, Quatsch. Da rein. Und das Glas muss weg. Glas. So. Und das eine Schild wollte ich behalten. Dann machen wir nämlich jetzt hier das Schild dran und schreiben dahin. Wie schreiben wir es denn am besten? Privat. Da und da privat. Weiß jetzt nicht, wie ich so einen Pfeil nach oben mache, aber ist ja auch egal. So, 11 Fleisch. Ja, wir wissen ja, was wir jetzt anbieten. Also Wolle, schwarze Wolle. Also weiße wäre mir lieber natürlich, aber die brauche ich momentan noch selber. Bemooster Cobblestone, Hühnchen, Fäden, Federn. Dann gehen wir doch jetzt direkt mal auf die Jagd. So, da haben wir ja unseren Homepunkt im Portal. Und den könnte ich eigentlich auch mal weiter reinsetzen, wobei es leckt eh immer kurz. So, erstmal gehe ich hier rein. Gucken, dass wir ein paar Mobs finden. Jo, es ist Nacht. Oh. Ist das graue Wolle? Jawohl, die brauche ich. Wo sind denn deine Freunde? So, da. Die verkaufen wir ja. Und Federn geben die ja auch. Da schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ein Spieler ist hier auch drauf. Gut, das ist jetzt nicht so gefährlich. Und es gibt ja auch Level. Deswegen hole ich mir auch die hier. Oh, da unten ist noch ein Tintenfisch. Und. Jawohl, Treffer. Wie der klingt. Aber Mobs habe ich jetzt nicht gesehen. Ich finde, hier sind ein bisschen wenig Mobs auf der PvP-Farmwelt. Ich bin ja auch schon mal in einer kompletten Nacht rumgerannt und da habe ich auch keine gesehen. Also klar, in der Höhle hast du manchmal noch mehr Glück, aber auch da fand ich es überraschend wenig. Da
hat sich einer eine Markierung gemacht. Piep, piep. Was haben wir denn da? Das sieht aber komisch aus. Fuck. Jetzt bin ich aufs Inventar gekommen. Alter, so viel dazu. Habe ich mich so erschrocken, bin voll aufs Inventar gekommen. Meiner war nur ein Creeper, ey. Trotzdem. Es waren zwei. Das ist auch geil hier. Oh, ja, war so klar, ne? Und es geht doch. Jau! Cool, das Zeug brauche ich. Das verkaufe ich. Warte mal, was habe ich denn da? Behutsamkeit. Ist schon okay. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt einer kommt, ob ich dann im Kampf einfach Spawn eingeben kann. Um die Sachen nicht zu verlieren. Aber manche schreiben ja auch schon, bitte nicht kämpfen. Ich sag mal so, ich bin da dann auch nicht so, ne? Wenn da einer nicht will. Ja, wobei, kommt auf die Stimmung drauf an. Im Grunde ist man selber schuld, wenn man hierhin auf diese... Na? Wenn man auf die Farmwelt geht, die nehme ich jetzt auch einfach mit. Aber was soll der Geiz? Wieso denn nicht? Warte mal, können da drunter noch welche sein? Nee, ne? Glaube nicht mehr. So, komm raus. Dann bin ich direkt hier reingegangen. Und so habe ich das eigentlich im Prinzip die ganze Woche gemacht. Also immer, wenn ich so... Die ganze Woche jetzt klingt übertrieben. Aber immer so für eine Stunde am Tag, wenn ich Langeweile hatte. Anderes Video gerendert habe. Oder nebenbei ein bisschen auf YouTube rumgeguckt habe. Oder generell einen Film, Musik gehört habe. Ich habe das dann immer auf meinem zweiten Bildschirm. Und hier auf dem Hauptbildschirm zocke ich dann. Man lohnt sich immer so ein bisschen rüber, wenn es gerade spannend ist. Ich bräuchte noch einen dritten Bildschirm, ey. Ohne Witz. Das wäre nice. Da musste ich gucken, ob ich den ich... links habe, nochmal für rechts bekomme. Da reicht ja 19 Zoller aus, aber ich merke dann doch, teilweise, wenn ich jetzt ja, zum Beispiel Arc aufnehme, da hätte ich gerne noch einen dritten Bildschirm, wo ich dann noch was anderes offen habe zum Nachgucken. Boah, diese Tulpen habe ich eigentlich auch noch nicht so viel. Oranje. Holland. Nimm ich mit und Hunger. Was haben wir denn da? Oh, eine Höhle. Ja, es ist eine Höhle. Aber eine kleine Höhle, wie es aussieht. Einmal im Kreis und das war's. Wo war denn der Eingang? Hey, da hinten irgendwo. Hey. Nee, heißt ja auch egal. Da war ja nichts drin. Ich wollte nochmal die andere Seite gucken, aber ich glaube nicht, dass was drin war. Ach, hier war's. Nämlich hier rum. Ja, genau. War nix. Da war nichts zu holen. Ja, was man auch anbieten könnte, wären halt Grasblöcke, ne, im Shop. Komm her, du. Da war noch einer. Boah, spring ja auch mal dabei. Wollte nicht ins Gras reinschießen. Geht das überhaupt? Ne, er könnte da auch durchballern. Tatsächlich. Na, so Kleinigkeiten, die weiß man dann eben manchmal doch noch nicht. Oder ich zumindest nicht. Oh, da war noch eine Kuh.
Hier fliegt heute die Kuh. Hä? Möp. Leder könnte man noch anbieten. Wenn man richtig viel Kohle, dann hat auf jeden Fall auch wertvollere Rohstoffe, wie zum Beispiel Eisen. Oder Lapis. Oder Redstone. Wobei Redstone, da kann man nicht viel mit anfangen. Könnte man sich halt eben nur einkaufen und dann weiterverkaufen. Muss man nur sehen, ob sich das lohnt. Aber das könnte man ja mit einberechnen. War da noch was? Nee. Oh, da ist aber noch ein Schweinchen. Uiuiuiui. Komm, da gucken wir mal rein. Das sieht groß aus. Ich hoffe es. Oh ja. Da geht's schon mal hier rum. Da haben wir so direkt Eisen. Also beim letzten Mal waren die Farmwelten alle drei. Waren das schon eine Woche lang online und ich habe aber trotzdem noch richtig gute Spots gefunden. Da war gleich. Hä? Hab ich mich verguckt? Da war ja gar nichts. Ein bisschen Eisen. Hä? Ach so, das war hier wieder Anti-X-Ray. Verarsche. Also ich fühle mich dadurch immer verarscht, aber gut. X-Ray kenne ich ja auch schon. Hatten wir damals auch auf dem Server. Da siehst du richtig, wenn die sich so nur gerade zu Diamanten gebuddelt haben. Voll die Cheater, Mann. Wieso müsst ihr immer alle cheaten? Und das ist ja deutlich ein Cheat. Warte mal, ging es da oben nicht irgendwo noch? Ja, ich weiß, es ist schon wieder so dunkel hier. Vielleicht gucke ich einfach mal, dass ich, wenn ich in der Höhle bin, oder in den Höhlen hier, dass ich dann Gamma-Wert ein bisschen hochstelle. Beim Rendern dann. Da muss ich nur mal gucken, wie das bei dem Script-Maker geht. Boah, eigentlich ist da schon schön viel Platz hier, ne? Ah, okay, war es schon klar. Also, so weit oben findet man ja auch Redstone nicht. Und ich renne da rein. Hier war ich doch gerade schon, oder? So halb. Da war ich nur halb. Da bin ich schon mal halb gewesen. Aber noch nicht ganz. Habe ich mich nicht getraut, da war ich noch zu klein. Ich will einen sanften Abstieg. Voll blöd eigentlich. Ach so. Noch cooler wäre es ja, wenn das TNT hochgehen würde, aber es ist ja nicht wirklich da. Oh, das war jetzt, dachte ich aber kurz, wäre da. Ist blöd, wenn da auch Eisen mit drin ist. Aber das soll ja wahrscheinlich auch der Sinn und Zweck dahinter sein. Miep, miep. Hau doch mal ab, Mann. Ihr fiebt zu sehr. Oh nee, Wasser. Oh nee. Dahinter ist bestimmt was Gutes. Wieso baue ich eigentlich nicht zu? Weil ich zu faul bin, einen Block unten in die Leiste zu tun. Und da ist nix. Nichts. Nothing. All right. So, gehen wir nochmal zurück und gucken nochmal an der großen Kreuzung. Nee, warte mal, ich glaube, da muss ich hier lang. Batsch! Genau. Mal eben hier rein. Da war nix. Gucken Sie nochmal da rein und hier runter.
Und hier geht's, nehme ich an, weiter rein in die Höhle. Oh, da. Nee, ist das meine Fackel? Weiß ich gerade gar nicht. Oh ja, hier geht die Höhle weiter. Und da geht es dann irgendwo raus. Oh, das ist ein Bug. Das sah schon aus wie ein Bug. Okay. Aber viel ist jetzt nicht hier drin gewesen. Vielleicht war ja auch schon jemand drin. Ja, als ob. Batsch. Ah, Mann. Auch nicht. Und jetzt noch eine Etage tiefer. Aber ich. Oh, das hole ich mir aber noch. Ich dachte schon, da steht ein Creeper. Und das hole ich mir auch noch. Alter, nee, das ist doch blöd. Bei sowas bin ich voll ängstlich irgendwie. Na, lauf rum. So. Böp und weg. Ja, jetzt machen wir mal den hier. Es wurde hell, hell. Ganz okay. Ja, war ganz okay, der Paar. Wenn ihr das auch findet, dann drückt mal auf Gefällt mir. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.